Naja, das liegt daran, dass ich eben auch manchmal Nachhilfe gebe, schnell nach dem Unterricht. Es geht nochmal um Bruchterme. Bruchterme irgendwie umformen, durch Kürzen oder Erweitern. Was ist ein Bruchterm? Bruchterm ist zum Beispiel ein ganz einfacher Ausdruck, also 4/5 oder 4x durch 20y oder was weiß ich. Einfach nur x durch y oder a Quadrat oder durch b hoch 3 und so weiter und so fort. Also wenn ich es hier mit einem Bruchterm zu tun habe, dann ist das letzten Endes bloß ein Bruch, ein Ausdruck, ein mathematischer Ausdruck, der entweder nur aus Zahlen oder auch aus Zahlen und Variablen besteht. Wie kann man das irgendwie verkleinern? Nehmen wir mal an, es gibt folgenden Bruchteil, der kann ja auch ein bisschen größer sein als 4x durch 20y. Nehmen wir mal an, es steht da, ich lasse mir jetzt mal was einfallen, 25x mal 7y mal nochmal 4y nochmal dazu und unten drunter steht meinetwegen 14 mal x mal 50y. Pass mal so. Mal 50y. Und es besteht die Aufgabe, das zusammenzufassen. Naja, dann könnte ich Folgendes machen. Dann könnte ich sagen, 25 mal 7 mal 4. Ach, das geht ja leicht. 4 mal 25 ist 100. Man sieht irgendwie 700 x und y Quadrat. Und dann muss ich unten 15 mal 40 rechnen. Es geht leichter. Ich mache das mal in relativ strahlendem Blau. Ich nehme erstmal die Zahlen vor. Ich sage einfach mal, das gefällt mir so nicht. Ich kann ja kürzen. Ich komme dann nochmal gleich dazu, weshalb ich hier kreuz und quer rumkürzen kann. Die 7 und die 14, die passen beide in das 7er. 1 mal 1, also 7 durch 7 ist 1. Immer sagen, 14 durch 7 ist 2. Also praktisch immer die Aufgabe rechnen. 7 durch 7 ist 1, 14 durch 7 ist 2. Die 25 und die 50, die passen beide ins 5er. Oder, wenn man sieht, sogar, die gehen beide durch 25 zu teilen. 25 durch 25 ist 1, 50 durch 25 ist 2. Jetzt mache ich das mal in Rot und streiche mal, gehe mal bei und sage, x kann ich auch durch x teilen. X durch x selbst, etwas durch sich selbst, ist 1. Nochmal, x durch x ist 1. Y habe ich hier 1. Y durch y ist 1 und y durch y ist 1. Oh, ich habe ja noch was vergessen. Das mache ich jetzt mal in dunkelgrün. Es empfiehlt sich nämlich zum Schluss einfach zu sagen, was habe ich denn noch? Hier sind lauter Einsen, hier komme ich nicht weiter. Halt, hier habe ich noch eine 4 und noch eine Y, das bleibt im Moment noch übrig. Und hier unten habe ich noch Zweien. Ja, dann kann ich wieder kürzen. Jetzt nehme ich mir die 4 vor und sage, 4 und 2 gehen beide durch 2, 2 durch 2 ist 1 und 4 durch 2 ist 2. Ach, na, dann gehen da die beiden hier, die hier, die gehen auch nochmal. Durch 2 ist 1, durch 2 ist 1. Jetzt gucke ich nochmal. Hier unten ist nichts mehr als Einsen. Lauter Einsen. 1 mal 1 mal 1 ist 1. Und hier oben ist nur noch 1 mal 1 mal 1 mal 1 mal y. Also ist das Ergebnis in diesem Fall y. Warum kann ich so frech einfach hier querbeet kürzen? Schnell nochmal ein Hinweis. Ich schreibe mal was ganz, ganz Banales hin. 24 durch 24. Nehmen wir mal das. Natürlich, 24 durch 24 ist 1, das weiß ich auch. Aber ich könnte 24 auch anders ausdrücken. Und zwar zum Beispiel als 4 mal 6. Ich hätte auch 2 mal 12 nehmen können. Ich nehme jetzt mal 4 mal 6, typisch aus dem 1 mal 1. Und unten sage ich, 24 ist genauso 3 mal 8. Wenn ich das mal aufsplitte, das ist eine typische Malaufgabe, sage ich mal so ganz locker dazu, könnte das heißen 4 Drittel mal 6 Achtel. Wissen wir, kennen wir schon. In anderen Videos habe ich nochmal darauf hingewiesen. Möchte ich jetzt nicht weiter erklären. Aber warum ich jetzt hier quer und kreuz und sonst wie über solche Riesentherme hinweg kürzen kann, liegt an Folgendem. Ich könnte das hier, Moment, das hier, das könnte ich auch mal getauscht haben. Wie sieht es denn dann aus? Ich schreibe das mal hier drunter. Dann hieße das 6 mal 4. Ob ich sage 4 mal 6 oder 6 mal 4 ist egal. Und unten drunter steht 3 mal 8. Und wenn ich das also wieder auseinandernehme, dann habe ich hier 6 Drittel mal 4 Achtel. Und wenn ich das also machen kann, also hier kürzen kann, ich mache es wieder in hellblau, 6 und 3 gehen beide durch 3, habe ich hier eine 2, habe ich hier eine 1. Die 4 und die 8 gehen beide durch 4, habe ich hier eine 1, habe ich hier eine 2. Dann habe ich 2 mal 1 ist 2.
Und hier unten, 2, 1 mal 2 ist auch 2. Dann heißt das, ich kann, ohne dass ich erst irgendwie hin und her und hin schreibe, auch sagen, ich kürze über Kreuz. Hier. Die beiden durch 3, hier ist eine 1, hier ist eine 2. Die beiden durch 4, hier ist eine 1, hier ist eine 2. Und jetzt geht es wieder ganz klassisch senkrecht. Ich darf bloß nie hier quer rüber kürzen. Das ist verboten. Das ist verboten. Also das nicht machen, sonst leidet man Schiffbruch. Das ist nämlich kein Kürzen, wenn ich hier oben irgendwas durchstreiche. Da verändere ich den ganzen Term. Gut, also das geht so. Das ist eine Variante. Machen wir mal noch was ganz Banales. Und das müsste uns eigentlich gleich auf was ganz Schlimmes hinweisen. Wir müssen nämlich höllisch aufpassen. Wenn wir so frech hier irgendwie kürzen und erweitern, dann müssen wir auf was anderes aufpassen. Ich erweitere mal. Ich fange mal erstmal mit Erweitern an. Ich habe eine ganze Pizza. Eine ganze Pizza. Also kann ich sagen, das ist eine ganze Pizza. Jetzt kommen noch zwei Freunde und wir sagen, komm, wir schneiden ganz brüderlich durch. Und ich habe jetzt hier für jeden ein Drittel vorgesehen. Hier ist ein Drittel, hier ist auch ein Drittel, hier ist auch ein Drittel. Gut, zusammengezählt sind das drei Drittel. Also 1 ist also gleich 3 Drittel. Wenn jetzt noch ein paar Kumpels kommen, meinetwegen noch drei, dann schneiden wir wieder ganz brüderlich alles durch. Jetzt habe ich lauter Sechstel. Also kann ich auch sagen, 3 Drittel ist gleich 6 Sechstel. Ich habe erweitert. Erweitert habe ich, indem ich oben und unten, also Zähler und Nenner, mit der gleichen Zahl mal genommen habe. Hier mal 2 und hier mal 2. Ich muss also mit der gleichen Zahl multiplizieren. Zähler und Nenner. Dann wird daraus 3 mal 2 ist 6, 3 mal 2 ist 6. Das ist erweitern. Bloß nochmal zur Vorsicht. Wir nehmen jetzt mal diese 6 Sechstel und aus diesen 6 Sechstel sage ich, ich erweitere mal mit x. Ich schreibe einfach hier mal x und hier mal x hin. Das ist erlaubt. Mit dem gleichen Miniterm jetzt das ganze Ding multipliziert, ist nichts dabei. Aber Achtung, was ist, wenn x gleich 0 ist? Wie sieht denn das aus? Dann habe ich, oh Moment, jetzt muss ich mal ein bisschen wechseln. Dann habe ich hier oben stehen 6 mal 0, das wäre kein Problem. Hier unten ist auch kein Problem. Kein Problem? Doch, denn das ergibt, also hier oben ergebe das 0, das ist kein Thema, aber hier unten ergebe das auch 0 und das ist ein Problem. Denn wenn ein Term durch 0 zu teilen ist, egal was, ja, dann haben wir das mit normalen Hausmitteln der Mathematik noch nicht erklärt. Also das geht dann erst später mit anderen, mit imaginären Zahlen. Da kann man das machen. Aber hier geht das noch nicht. Wir können das nicht. Wir ahnen, wo das hinläuft. Das geht gegen unendlich oder irgend sowas. Aber wir können es halt nicht fassen. Also wir können da keinen echten mathematischen Ausdruck mehr machen. Das heißt, ich muss sagen, das ist also 6 mal x, wenn ich mit und durch 6 mal x ist erweiterbar. Also kein Problem. Aber x muss ungleich, ne, Gleichheitszeichen durchgestrichen 0 sein. Ich kann also mit irgendwas erweitern und muss immer darauf achten, dass unter dem Bruchstrich nicht ein Ausdruck entsteht, der 0 wird. Dann ist das alles schön, dann macht das alles Spaß. Das ist an sich alles auch nichts Besonderes. Ich möchte mal noch auf was anderes eingehen. Und zwar mal ein paar Beispiele. Dann ist das vielleicht mit Zahlen, das ist vielleicht sicherer. Also Beispiele. Und ich erkläre gleich, wie es funktioniert. Ich halte mal ganz kurz das Video an, sonst wird das zu lange. Ich schreibe erstmal die Beispiele hin. So, ich habe das jetzt mal hingemalt. Hier steht 9 mal x mal y mal z hoch 4. Und unten steht 27x Quadrat mal y mal z hoch 3. Ich darf etwas nicht vergessen. Wenn ich sage 27x Quadrat ist ein stilles Mal. Ich mache das jetzt mal mit einem roten Punkt. Ist damit gemeint. So, wenn ich mir jetzt unsicher bin und sage z hoch 4 und z hoch 3, mein Gott. Ach, ich fange erstmal an mit der Kürzerei und sage, die 9 und die 27 kann ich beide durch 9 teilen. Hier unten habe ich dann eine 3, oben eine 1. Und jetzt fängt das mit den Variablen an. Ach, y und y, die kann ich beide durch y teilen. Dann habe ich hier eine 1 und hier eine 1. Das fällt dann weg. Etwas mal 1 durch 1 bleibt nichts. Bleibt so, wie es ist. Und in diesem Fall mal 1, das kann ich mir dann schenken. Ich schreibe das nochmal sauber ab, aber ich bin mir unsicher. Jetzt tue ich mal so. Und ich schreibe hier, das ist noch übrig, das ist übrig. Die Einsen lasse ich weg, ne? Das ändert nichts. Und das ist noch übrig. Ich schreibe also hin, x mal, und jetzt z hoch 4, weiß ich, dass ich eigentlich das so hinschreiben muss. Z mal z mal z
mal z. Und dann kann man sich das nämlich klar machen und dann erlangt man auch später Routine. Unten steht, die olle 3 hier, die haben wir noch. Die muss ich aber hinschreiben. Etwas mal 1, das bleibt so, aber etwas mal 3 ist schon was anderes. Und hier unten schreibe ich hin, x Quadrat, schreibe ich mal sicherheitshalber hin, x mal x. Und z hoch 3 schreibe ich als z mal z mal z. Und anhand dieser Geschichte kann ich mir auch Potenzgesetze nochmal klar machen. Ich kürze jetzt wieder wie verrückt darin rum und sage, na gut, die 3, die ist mit nichts hier irgendwie kürzbar, weil ich ja nicht weiß, wie groß x und z sind. Aber dieses x und dieses x kürzt sich raus. Das heißt, das wird alleine stehen bleiben, unterm Bruchstrich, dann später. Und jetzt kann ich gucken und sage, hier habe ich ein z und hier, beide durch z. Nochmal durch z, nochmal durch z, nochmal durch z, nochmal durch z. Und jetzt gucke ich nochmal, was übrig ist. Also, die 3 brauche ich. Das ist keine Schande, das nochmal einzukreisen. Und hier entstehen lauter Einsen und hier oben sind lauter Einsen. Also, das kann ich mir in diesem Fall dann sparen. Aber nicht ganz sparen. Ich muss auf jeden Fall hinschreiben, hier oben steht eine 1. 1 mal 1 mal 1 mal 1. Und jetzt durch, jetzt gucke ich, habe ich hier eine 3. Hier bleibt noch ein x übrig. Und das war's. Also, ich hätte den Bruchstrich gar nicht so lang machen müssen. 1 durch 3x. Jetzt ist das im Riesenausdruck ein kleiner Ausdruck geworden und das ist natürlich bequemer. Wenn ich das kann, aber da möchte ich nicht drauf eingehen, das haben wir bei Potenzgesetzen gemacht, da gibt es andere Videos genug und die haben wir auch in der Schule gemacht, das brauchen wir jetzt nicht. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, das ist relativ schnell hinzuschreiben. Das Beispiel sieht aus 5 mal x minus y, steht oben auf dem Bruchstrich und hier unten drunter steht geteilt durch 5 mal x minus y. Das ist aber schick. Denn, naja, Summen kürzen nur die Dummen, das ist eigentlich blöd. Aber ich kann mich mal rankürzen. Die 5 und die 5, die kann ich komplett wegkürzen. Und da jetzt oben in Klammern etwas steht, was dem unteren absolut gleicht, darf ich regelrecht durch den Klammerausdruck komplett teilen. Ich teile also durch x minus y. Das wird der Schritt werden. Das mache ich aber weg hier, das gehört hier eigentlich nicht hin. Das heißt, ist 1. Und das teile ich auch durch x minus y, das ist auch eine 1. Mit anderen Worten, das muss 1 ergeben. Sah erst komplizierter aus, als es ist. Oder ein anderes Beispiel. Das andere könnte so aussehen. Was nehmen wir? 3 mal x plus y. Und unterm Bruchstrich steht durch x plus y. Ach, vorhin ging das schön mit der Klammer. Wer sagt uns denn, dass ich hier nicht einfach sagen kann, ich setze hier eine. Warte mal, das mache ich mal bunt. Ich setze hier einfach eine Klammer drum. Ich könnte ja sagen, das ist einmal, aber die einmal, die kann ich mir schenken. Ich setze hier in Gedanken eine Klammer rum, dann kann ich das ganze Ding wieder komplett kürzen, so wie ich es hier eben auch gemacht habe. Zack und zack. Und jetzt habe ich oben 3 mal 1 und unten 1 unter dem Bruchstrich stehen und das ist also 3. Peng. So einfach kann es gehen. Einfach bloß dran denken. Das sieht jetzt vielleicht alles ein bisschen, naja, lächerlich aus. Aber die Anwendung, und das ist immer gerne, wird immer gerne in der Schule gemacht. Was mache ich, wenn da steht x Quadrat minus y Quadrat und den ganzen Kram soll ich durch x plus y teilen? Oh, das passt ja jetzt gar nicht zusammen. Dann kann ich mich der binomischen Formel erinnern, und zwar der dritten. Dann heißt nämlich oben auf dem Bruchstrich der Ausdruck anders auch, in Klammern x plus y, mal in Klammern x minus y. Das muss man auch so sprechen, sonst ist es falsch. Und unten drunter steht ja x plus y. Ach so, ja. Jetzt dürfte es klar werden. Ich kann mir ja hier eine Klammer wieder drum denken und kann die beiden Ausdrücke rauskürzen. Und das ergibt einen sehr einfachen Ausdruck, mit dem kann man umgehen. Nämlich das Einzige, was hier übrig bleibt, ist x minus y. Und da das nur mit Einsen multipliziert oder dividiert wird, kann ich auch in diesem Fall die Klammer weglassen. Das ist also die einfache Anwendung des Ganzen. Naja, was haben wir denn noch? Also, ja, auf eins möchte ich noch hinweisen. Es könnte Folgendes passieren. Es steht mal da, a plus ab geteilt alles durch a minus a Quadrat. Was tun? Hier ist wirklich relativ schwierig zu machen. Hier kann ich mit binomischen Formeln nichts anfangen. Hier habe ich kein Quadrat drin. Das sieht vielleicht so aus, ist aber nicht.
Da kann ich mich dem Ausklammern widmen. Ich kann mich dieses alten Tricks erinnern. Hier in beiden, oben hier in der Summe steht a jeweils drin. Dann klammere ich das a aus. Und übrig bleibt 1 plus b. Hier unten steckt in beiden a drin. Das heißt, a Quadrat ist nämlich a mal a. Also klammere ich a aus. Und dann bleibt 1 minus a stehen. Das sieht schon mal besser aus. Wenigstens wird der ganze Ausdruck etwas leichter zu handeln. Ich kann nämlich die a's rauskürzen. Ich habe also ein Produkt aus einer Variablen und einem Klammerausdruck. Mit einer konkreten Zahl und einer Variablen. Jetzt sieht man noch was. Das sieht man auch vorher. Immer, Achtung, wenn ich Bruchterme habe, darf unterm Bruchstrich keine Null entstehen. Hier entstünde aber eine Null. 1 minus a ist gleich 0. Wenn ich das mal umstelle, ich sage mal einfach plus a, das geht nämlich am schnellsten. 1 könnte a sein. Und dann würde daraus eine 0 entstehen. Also, das ist alles gut und schön. Ich kann das auch hier mit der 1 machen. 1 minus 1 ist 0. Also hier wieder ein rotes Achtungszeichen. A darf nicht 1 sein. A muss ungleich 1 sein. Ich kann alles Mögliche dafür einsetzen, alle Werte, kein Problem. Aber wenn es 1 ist, oben passiert nichts, unten explodiert mir der Kram, weil der Ausdruck 0 wird. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen näher bringen. Das gibt noch so viele Varianten, aber einfach mal meine Videos durchgucken und beim Gleichungen, also schaut einfach mal bei www.xx-yy nach. Na, hier steckt auch x mal x, x Quadrat minus y Quadrat steckt da drin. Aber darum geht es nicht, sondern da ist eine schöne Suchfunktion und da kann man die ganzen Unterrichtsvideos von uns hier mal nachvollziehen. Und dann weiß man auch, wie man auf Kanälen sucht. Vielleicht wisst ihr das alles schon. Aber jedenfalls ist das so die Anlaufstelle für unsere Schüler, damit die ganz schnell mal Videos suchen können, die sich mit Kürzen, Erweitern, Bruchtermen und so weiter und so fort auch beschäftigen. Ihr werdet sehen, da ist noch mehr. Also wenn ihr die Playlist dann anschaut, dann geht das am besten. So, ich schließe jetzt das Video, das ist eh schon lang genug. Und sage aber vorher nochmal, was kann man tun? Einfach sich irgendwas hinschreiben, was irgendwie zusammenpasst. So wie ich es mir aus dem Kopf einfach so irgendwas hingeschrieben habe. Also solche Aufgaben hier, um die geht es hier. Solche. Einfach mal hinschreiben und einigermaßen die Zahlen und Buchstaben, also Variablen, durcheinander würfeln und dann wild drin rumkürzen. Ne, so wie ich es hier auch gemacht habe. Oder ihr spult das ganze Video nochmal zurück und geht an die Stelle, wo ich hier gelb markiert habe und drückt die Stopptaste. Denn da steht das alles noch nicht. Und, also die Pausentaste und kürzt selber mal drin rum. Und wenn ihr dann fertig seid, lasst ihr wieder weiterlaufen und guckt nach und sagt, ah, habe ich richtig gemacht oder da habe ich was vergessen. Oder da hat der Olle Köhler was vergessen. Also, ich wünsche schönes Üben und immer viele Erfolge in Mathe. Mathe ist Schreiben. Denkt dran. Ich kann es nur sehen, wenn es hingeschrieben ist.